Revolut mit PayPal aufladen. In diesem Video zeige ich dir ganz genau, wie das funktioniert. Bleib auf alle Fälle bis zum Ende des Videos dran, damit keine der wichtigen Schritte verpasst. Hier siehst du erstmal ganz normal meinen Screen. Da siehst du meinen YouTube-Kanal. Und da will ich dir auch gleich zeigen, wie das funktioniert. Und zwar gehst du ganz normal in dein PayPal-Konto rein. Du loggst dich ein und dann gehst du auf Wallet. Sobald du auf Wallet gegangen bist, siehst du dann alle deine Bankkonten, die du verbunden hast mit deinem PayPal-Konto. Und dann gehst du hier auf Bankkonto hinzufügen. Dann wirst du weitergeleitet, das dauert einige Sekunden. Und dann siehst du hier, dass es mehrere Banken zur Auswahl gibt. Das heißt, wir brauchen Revolut. Entweder du gibst Revolut ein, das können wir gerne mal tun. Und es kann sein, dass es die Bank nicht findet, das war klar. Dann machst du hier Bankverbindung eingeben. Dann kannst du hier deine IBAN-Nummer eingeben von deinem Revolut-Business-Konto. Und dann tust du das Bankkonto eben hinzufügen. Dann bekommst du in wenigen Tagen dann einen Bestätigungscode mit einer kleinen Einmalzahlung. Und da ist es im Verwendungszweck bzw. in der Zahlung selber der Bestätigungscode drin. Und den musst du dann einfach nur hier akzeptieren bzw. bestätigen dann bei deinem PayPal, wenn du danach alles so gemacht hast. Und dann kannst du das Ganze ganz simpel dann eben verbinden. Und somit kannst du dann dein Revolut eben mit PayPal aufladen, weil das alles dann miteinander verbunden ist. Du kriegst deine Zahlungen per PayPal und das kannst du dann rübersenden auf deinem Revolut Business Konto. Und so einfach und so simpel funktioniert das Ganze. In der Endcard habe ich noch ein weiteres Video für dich verlinkt. Schau es dir auf alle Fälle an und damit sage ich, wir sehen uns gleich im nächsten Video wieder.